Lebowski. Etwa 20.000 Zuschauer im Olympiastadion in Helsinki. Man hatte eigentlich mit einem neuen Rekord gerechnet, aber das Wetter hat das wohl verhindert. Es hat den ganzen Tag in Strömen geregnet. Unterschätzen darf man die Finnen sicher nicht. Sie sind im Aufwind in den letzten Jahren, kamen dreimal im Europapokal mit den Clubmannschaften bis ins Viertelfinale. Freistoß für Deutschland. In den letzten 7 Spielen gab es nur eine Heimniederlage gegen Dänemark. Das war in der Europameisterschaftsqualifikation. Da schlug man immerhin die CSSR 3:0 und spielte gegen Wales, gegen das man auch diesmal wieder antreten muss. 1:1. Matthäus mit der Kapitänsbinde. Fach. Sie sehen, er orientiert sich sofort nach vorn. Foul von Buchwald. Und eine derartige Härte hatte man eigentlich von den Finnen erwartet. Es ist eine kompromisslose Mannschaft. Viele Spieler haben im Laufe ihrer Karriere auch schon Eishockey gespielt oder halten sich zumindest im Winter bei Eishockey fit. Und sie gelten etwas als Raubeine. Die finnischen Spieler, die zumeist alle im Ausland spielen. Also man geht so in etwa den Weg der Dänen, die ja mit Auslandsprofis den Erfolg gefunden haben. Gert. Völler. Gut, Breme. Franz Beckenbauer meinte heute Mittag, als wir uns zusammengesetzt haben, der Rudi Völler sei besser in Form als bei der Europameisterschaft. Schön wär's. Ja, bei dem Boden, der ist tief und nass. Und wir haben gesehen, was da für ein Aufsetzer zustande kam. Ukkonen, die 7. Und Bodo Ilgner. Matthäus. Cola. Lebowski. Eckstein. Völler. Wieder Ukkonen. Der Spielmacher spielt beim RSC Anderlecht. Schöner Pass.
Foul an Fach, aber Vorteil. Litbarski. Gut. Hessler. Eckstein. Auf eigene Faust. Das soll ein Weg sein, den Franz Beckenbauer seiner Mannschaft aufgezeigt hat. Spiel über die Flügel, weil die Finnen noch eine sehr kompakte Innenverteidigung haben. Patelainen. Matthäus. Pöller. Schön gestartet. Pöller. Tor. Das ist es. Jawohl. 1:0. 6 Minuten 30 Sekunden. Die siebte Spielminute. 1:0 durch Rudi Pöller. Noch einmal. Hat er schön gewartet. Laufkahnen kommt etwas später raus. Und dann lupft er über den Torhüter der Stuttgarter Kickers hinweg. Zur deutschen Führung ins Netz. Und man hat auch vorher schon gemerkt, die deutsche Mannschaft hat sich einiges vorgenommen. Die Warnungen von Franz Beckenbauer scheinen nicht ungehört verhallt zu sein. Das ist keiner der Fußballzwerge mehr, wie sie es einmal waren, die Finnen. Kohler. Litbarski. Wieder Litbarski gegen Nuri. Matthäus, der diesen herrlichen Pass gab in den Lauf zu Völler. Wie bei der Europameisterschaft das eine Tor in der Zusammenarbeit gegen Spanien mit dem Hackentrick, Sie erinnern sich. Da mit direktem, schnurgeradem Fußball zu Erfolg. Für die Statistiker, es war Völlers 28. Tor im 54. Länderspiel. Der Modus schreit natürlich auch nach Toren. Der Erste, der Gruppenerste ist qualifiziert. Und von den drei Zweiten der drei europäischen Vierergruppen kommen ja nur die beiden Besten weiter. Also jedes Tor zählt. Foul gegen Matthäus. Lachtinen. Sowas wird ja oft kompromisslos genannt, aber das ist natürlich übertriebene Härte. Litbarski. Europäus, der Libero. Lachtinen. Murray, vom SV Meppen. Nur 1,61 groß, aber ein hervorragender Spieler.
Ich habe ihn in der zweiten Liga einmal gesehen, unglaublich schnell. Götz, sein Kontrahent. Wieder Murray. Und schießen kann er auch noch. Bodo Ilgner. Buchwald, Holger Pach, übrigens schon der 18. Spieler, der auf der Position des Liberos nach dem Abtritt von Franz Beckenbauer ausprobiert wird. Kohler, oh, wow, wow, Laukane. Noch einmal. Ja, ruhig einmal riskieren, so einen Schuss aus 20 Metern Entfernung bei diesem Boden. Wieder Pach, der nur früher bei Fortuna Düsseldorf seine Lieblingsposition als Libero ausgefüllt hat in Uerdingen. Spielte ja im Mittelfeld, war ewig verletzt, sollte nach Nürnberg gehen. Das scheiterte an der Knieverletzung. Eckstein, schön gemacht. Auffäller. Mit 6-7 Mann sind sie sofort vorne, die Deutschen. Buchwald. Matthäus. Ah, das macht es. Oh, schade, da rutscht der Völler weg. Ah, sie kämpfen. Okonen. Das ist der Kari Okonen. Sehen Sie erst, die Anderlecht ist ein Club, also die Finnen spielen nicht nur irgendwo in der zweiten Garnitur, sondern durchaus auch bei europäischen Spitzenmannschaften. Fach. Hergit, sein Vorgänger, immer noch verletzt. Gerd. Mit einigen Ungenauigkeiten. Murray. Noch einmal Murray. Achtung. Und Ilgner. Gegen Ariel von den Stuttgarter Kickers. Bartki. Hessler, schön gemacht. Die Kölner Achse. Götz und Tor! Und das war ein Eigentor, da ist Völler mit dem Kopf da noch dran gekommen. Jedenfalls 2-0. In der 15. Spielminute. Nein, Völler. 2-0, wieder ein Tor von Rudi Völler. Nach 15 Minuten.
Ja, es war nicht schlecht. Das kann man nicht anders sagen. Da war die Kölner Achse beteiligt, Tesla, Götz. Litbarski. Tesla. Wieder Völler. Ja, mit Beinschuss. Ja, das gibt natürlich auch Selbstvertrauen, diese zwei Treffer. Und da geht man dann schon mal das Risiko ein, dass das vielleicht mit dem Foppen des Gegenspielers nicht so klappt. Fach. Freistoß Finnland. Die stören früh. Unsere Spieler greifen schon vor der Mittellinie oder an der Mittellinie an. Hessler. Er soll Risiko spielen, ruhig einmal was aufs Spiel setzen, auch wenn das daneben geht, steht nicht unter Druck. Wieder Hessler. Ja, warum nicht? Matthäus. Die Finnen lassen unserer Mannschaft viel Platz. Kohler tut viel nach vorn. Rehm ist Ausrutscher. Finnische Trainer rechts, Jukka Vakkila, spricht sehr gut Deutsch, hat sein Diplom in Köln mit Willi Reimann zusammen gemacht an der Sporthochschule. Matthäus. Tja, und wenn keiner stört, dann lässt sich halt so schön ungestört kombinieren, bis dann doch einer kommt, nämlich Pekkonen. Abseits. Man hat ja Franz Beckenbauer einst den Zauberer genannt, aber auch den Zauderer. Hat ihm ja manchmal mangelnden Mut zu überraschenden Neuerungen vorgeworfen. Jetzt hat er einmal alles riskiert, auch ein wenig gezwungen durch die lange Verletztenliste. Und bis dato zahlt sich das prima aus. Mal so sieht, wer da so alles fehlt. Gegenüber dem Spiel gegen die Holländer bei der Europameisterschaft. Da ließe sich auch schon fast eine Mannschaft draus machen. Hergit, Borowska, Klinsmann, Mill, Thon, auch Wuttke, Dorfner. Dann kämen noch Alofs, Berthold, Flügler. Auch Thon dazu. So war das der Not eine Tugend und notgedrungen hat Franz Beckenbauer vielleicht
das jetzt realisiert, was der Präsident des DFB, Hermann Neuberger, eigentlich gefordert hat, einen Neuaufbau, auch mit dem Risiko, sich möglicherweise nicht für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Kohler, Fach umgerempelt, aber Spiel geht weiter und Eckball. Läuft sich drüben schon ein deutscher Spieler warm. Das ist Wolfgang Rolf, glaube ich. Und es regnet immer mehr. Gott. Also für mich bis dato nicht zu erkennen, warum Beckenbauer auswechseln will. Vielleicht ist Guido Buchwald etwas angeschlagen. Oder vielleicht will Beckenbauer jetzt doch sagen, naja, 2-0, etwas defensiver könnte schon sein. Aber nachdem sie so Erfolg gehabt haben mit dieser offensiven Einstellung. Naja, und Rolf zieht sich aus jetzt. Murray. Lipatki. Die Finnen spürbar deprimiert durch diesen schnellen Rückstand. Lassen die Deutschen da nach Belieben kombinieren. So, die Auswechslung kommt. Rolf kommt und es geht hinaus. Guido Buchwald, ja, wie ich vermutet habe. Und nun ist er gerade, oder? Nee, doch noch nicht. Die Auswechslung verzögert sich noch etwas. Und nun ist er gerade wieder fit und dann hat er ähnliches Pech wie bei der Europameisterschaft gegen Dänemark, als er sich verletzte. Ich möchte mal annehmen, dass das vorhin bei dem Foul von Buchwald passiert ist. Hessler, schön, Völler gesucht, Matthäus. Ja, da sind einige schöne Spielzüge dabei. Und mögen die Finnen den Deutschen zwar das Kombinieren etwas erleichtern, aber
Da muss man halt noch abwarten bis zum zweiten Heimspiel gegen die Holländer im Oktober, ob auch dann noch so schöne Kombinationen möglich sind. So, Rolf kommt. Und wer geht? Buchwald, ja. Mal sehen, wie dann da hinten umformiert wird. Wer Buchwalds Rolle als Manndecker übernimmt, wird das Rolf sein. Schüttelt den Kopf. Tja, schon wirklich Pech für Guido Buchwald. Und Rolf übernimmt seine Position da hinten gegen die 10, gegen Rantanen. Buchwald geht direkt in die Kabine mit Professor Hess, dem Mannschaftsarzt. Gegner. Gerd, auch für ihn erst sein zweites Länderspiel. Es ist eine junge Mannschaft, im Durchschnitt etwa 25 Jahre alt. Görz mit seinen 29 der Älteste. Und diese Jahre hat er auch erst seit gestern auf dem Buckel, als er hier Geburtstag feierte. Matthäus, schön. Rudi Völler. Italien immer noch hart kritisiert. Sucht Hessler. Oder nein, Eckstein. Freistoß. Die Bilanz übrigens ganz eindeutig für Deutschland. Ein einziges Mal haben die Finnen gewonnen, aber das war in den Urzeiten unseres Fußballs 1923 in Dresden. Völler wird gesucht. Und im ersten Länderspiel 1921 in Helsinki, da gab es ein 3:3. Ein gewisser Sepp Herberger schoss damals zwei Tore, Hans Kalb das dritte. Eckstein. Halbe Stunde gespielt, Deutschland führt 2:0 gegen Finnland. Diese Information für alle, die jetzt erst vielleicht nach Hause kommen, durch zwei Tore von Rudi Völler in der 7. und in der 15. Spielminute. Ein ganz ansehnliches Spiel der deutschen Mannschaft, die jetzt natürlich etwas zurückgesteckt hat. Die Finnen fordern sie nicht sonderlich. Waren spürbar geschockt durch diese schnellen Gegentore.
alle Spieler bis auf Laukkanen in der deutschen Hälfte. Und sofort orientiert sich die gesamte deutsche Mannschaft nach vorne, rückt fast bis zur Mittellinie auf, um die Finnen zum Rückzug zu zwingen. Hässler, der Mann, der für Ton kam. Ton spielt nicht das, was er kann, sagt Beckenbauer. Er sei ja auch noch jung mit seinen 22 Jahren, aber er werde halt auch mit dem Erwartungsdruck in der Nationalmannschaft und auch beim FC Bayern nicht fertig und wohl auch deshalb eine Art Denkpause für den früheren Schalker. Brehme, also die Italiener fügen sich sehr gut ein, Völler, Brehme, Matthäus, obwohl sie ja noch nicht Ligaspielpraxis haben, nur Pokal- und Freundschaftsspiele. Matthäus im Mittelfeld fast wie ein Spielmacher und das ist ja eigentlich gar nicht so seine Rolle. Ja, Hässler, Matthäus werden ihm Freude bereiten. Dem Teamchef, der sehr viel Geheimnis um seine Aufstellung macht und sagt uns heute Mittag, um Gottes Willen, gibt sie niemand anders diese Aufstellung. Wir wollen die Finnen überraschen. Das sind ja so diese Spielchen bis zum Schluss. Und die Überraschung ist sicher gelungen. Von allen anderen war die Rede, von Rolf, von Sauer, von Riedle. Aber nicht von Fach, Eckstein und Bodo Ebner. Eckstein. Schön. Foul. Mit dem Knie ging Europäus in Eckstein hinein, der ja erst durch die Verletzung von Klinsmann ins Team rückt. Oh, keine schlechte Entfernung für Pierre Lebarski. 19, 20 Meter. Brehme, Lebarski, ja! Herrlich herumgezogen auf die Mauer. Alles erwartete vielleicht einen Schuss links oben ins kurze Eck, aber dann wählte er unten und hätte Laukkanen fast überrascht. Sehen Sie mal an, gerade noch kam der Torhüter der Stuttgarter Kickers heran. Matthäus, Kohler, Hässler, immer anspielbereit, geht viel, läuft sich geschickt frei und hat auch einige geschickte Aktionen schon geboten. Immer ein schönes Auge für den besser postierten, für den freistehenden Mitspieler, wieder Hässler. Brehme kümmert sich auch überhaupt niemand da drüben. Lebarskis Flanke. Ukonen. Mürri, gebremst von Görz. Wieder Mürri, keine Abseits.
Ukkonen. Und kein schlechter Schuss. Aber viel hat er noch nicht zu tun bekommen, Bodo Ilgner. Ist schon eine schöne Traumkarriere. Sein viertes Länderspiel. Er spielte 8 Mal in der Bundesliga. Dann saß er schon auf der Reservebank in der Nationalmannschaft. Und jetzt vielleicht auf dem Sprung zur Nummer 1. Immel habe viele Wehwehchen gehabt, in den letzten Wochen nicht richtig trainieren können. Außerdem spielten da 4 weitere Kölner, da sei das Verständnis zwischen Torhüter und den Vereinskameraden vielleicht besser. Das sagte Beckenbauer zur Begründung. Murray. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Eike Immel ja auch umstritten war häufig. Beckenbauer hatte ja gesagt, bis zur EM sei Immel die 1. Und danach müsste man mal schauen. Bremer hat offensichtlich einige Probleme mit den Stollen. Litbarski. Einwurf Deutschland. Ja, ja, ganz eindeutig. Wieder Hessler. Oh, Fach liegt verletzt am Boden. Oh je, hoffentlich ist das nicht das verletzte Knie, das fast schon einmal seine Karriere beendet hätte. Habe ich nicht genau gesehen. Ah nee, da hat er was in die Rippen bekommen. Und deshalb verstehe ich jetzt auch, warum der Schiedsrichter sich mit Patelainen unterhielt, allerdings ihm nicht gelb zeigte. Da hat offenbar
der Finne von Dundee United fach den Ellenbogen in die Rippen gerammt. Aber wenn er ihm da schon einige passende Worte sagt, warum zeigt er dann nicht den gelben Karton? So, die Finnen wollen auch wechseln. Aber Herr Tschuk schiebt das noch etwas hinaus. Gerd macht das jetzt ganz gut gegen Murray. Und noch 3,5 Minuten bis zur Halbzeit. 2:0, Völler, zweifacher Torschütze, 15. Minute. Cola, Völler, Freistoß. Naja, auflaufen lassen. Mika Lipponen kommt von Twente Enschede. Ein Stürmer. Oder jetzt kommt er doch nicht. Na, was machen die denn jetzt? Ja, wir werden es erwarten können. Und jetzt erstmal wieder eine neue Freistoßvariante. Die Mauer muss 2-3 Meter noch zurück. Matthäus, Lebarski, Breme. Matthäus moniert die Mauer. Und ein Heber! Und das ist auch nicht viel, wie vorhin bei dem Freistoß von Lebarski, den wir hier im Bild haben. So, der dritte Anlauf. Mal sehen, ob es jetzt klappt mit der Auswechslung. Henny Kainen geht hinaus. Der einzige Spieler in der finnischen Mannschaft, der hier noch in Finnland spielt, nicht als Profi im Ausland. Und jetzt ist die Elva-Profimannschaft komplett durch Lipponen. Eckball für Finnland, der zweite. Ja, das Fazit der ersten Halbzeit. Deutsche 2:0-Führung ganz klar verdient. Phasenweise sehr ansehnlich. Der deutsche Kombinationsfluss, der allerdings, das muss man sagen, von den Finnen auch nicht sehr gestört wurde. Deutschland wesentlich besser als erwartet, befürchtet. Und man hat die Ermahnungen des Teamchefs ernst genommen. Sie kennen das Problem unserer Nationalmannschaft mit den sogenannten Zwergen. Da sei nur mal Albanien genannt oder Malta. Und sie haben offenbar auf ihn gehört, haben sich konzentriert, wissen, um was es geht. Das war deutlich spürbar. Und da gibt es nichts zu rütteln. Das 2:0 ist völlig verdient. Schöne Tore von Rudi Völler.
Vorteil, Litvarski, immer noch. Hessler, Feller, Hackentrick, Matthäus, umgekehrt, wie bei der Europameisterschaft. Und schon wieder eine große Chance. Schauen wir uns noch einmal an, sofort abgezogen. Und da kommt der Halbzeitpfiff. 2:0 für Deutschland gegen Finnland in diesem so wichtigen ersten Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft in Italien. Das macht Appetit auf mehr in der zweiten Halbzeit. Ich gebe zurück aus Helsinki in die Heute-Sendung nach Mainz. Bis 28 Grad, im Süden bis 30 Grad. Soweit die Wettervorhersage. So, und nun geht's weiter mit Fußball in Helsinki, Finnland gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ich gebe ab an Günther Peter Pluck. So, da sehen wir gerade noch mal das 1:0 von Rudi Völler aus der 7. Spielminute in der Zeitlupenwiederholung. Die Mannschaften kommen gerade wieder. Und hier das zweite Tor. Die Flanke von Gerd Völler mit dem Kopf, Laukanen lenkt den Ball über die Linie. Nach 15 Minuten war das die verdiente Führung. Eine spielerische Steigerung der deutschen Mannschaft gegenüber der Europameisterschaft. Aber man muss natürlich auch sagen, hier noch einmal der Treffer. Man muss natürlich auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass diese Finnen unser Team nicht sonderlich gefordert haben. Auf keinen Fall so, wie Franz Beckenbauer das vorher befürchtet hat. Man kann mit diesem 2:0 im Rücken zuversichtlicher in Richtung WM-Qualifikation schauen. Der holländische Trainer Liebrechts auch unter den Zuschauern. Der Ernstfall wird erst im Oktober, am 19. Oktober in München geprobt, wenn Deutschland gegen Holland spielt. Die Frage, ob dann man auch so schön noch kombinieren kann gegen eine so starke Mannschaft des Europameisters. So, die Finnen jetzt von rechts nach links. Es hat keine weiteren Auswechslungen gegeben. Rolf bei der deutschen Mannschaft gekommen für Buchwald und Lipponen bei den Finnen schon in der ersten Halbzeit. Freistoß Finnland. Eine ganz interessante Notiz vielleicht am Rande. Es ist, die Statistiker streiten sich da etwas, in den letzten 23 Jahren erst das zweite Mal, dass kein Spieler vom FC Bayern München im deutschen Aufgebot ist oder in der deutschen Elf ist. Brehme, Matthäus ja inzwischen in Italien. Thon nur Reserve, Flügler nicht im Aufgebot. Sicher auch ein Indiz dafür, dass der FC Bayern doch zurzeit im Wandel begriffen ist. Und stattdessen 5 Kölner im Kader stehen. Hessler mit der 8, Gerb mit der 3. Breme. Ja.
Völler. Oder? Nein, Eckstein. Pah. Die nächste große Chance, die vierte, wenn ich richtig mitgezählt habe, für die deutsche Mannschaft. Noch zusätzlich zu den zwei Treffern von Völler einen weiteren zu erzielen. Ukonen. Freistoß. Lachtinen. Beckenbauer hatte die finnische Mannschaft ja zweimal beobachtet, beim 1:1 gegen die Bulgaren, beim 0:0 gegen die Sowjetunion, die hier fast in Bestbesetzung antrat. Da müssen sie stärker gespielt haben als heute. Ihr Selbstbewusstsein war groß vorher, aber die schnellen Tore von Völler haben sie natürlich auch düpiert, deprimiert. In dieser Form sind sie wohl nicht der erhoffte Stolperstein für einen der Konkurrenten um Platz 1 oder 2 in dieser Gruppe aus Holland und aus Wales. Hessler, immer anspielbar. Und Posten! Eckstein! Und der nächste Versuch. Und Applaus vom Geburtstagskind Holger Osig. Der Assistent von Franz Beckenbauer wurde heute 40. So, hier kommt noch einmal der Schuss von Eckstein, der Abpraller. Und dann Lipbarski und Laukan, aber die finden jetzt vor unserem Tor. Eckball Nummer 3. Gegner. Sicher. Völler. Matthäus. Freie Bahn. Und abgefälscht. Tor. 3:0. Macht ein prima Spiel der Lothar heute. Und wir notieren die 52. Spielminute. Hier kommt es nochmal. Völler höher als der Finne. Matthäus wird abgedrängt. Der Ball abgefälscht über Laukanen. 3:0. Oh, so viel Platz hätte Lothar Matthäus auch gern mal in Italien. Eckstein leicht angeschlagen. Und für Rudi Völlers Selbstbewusstsein, er ist ja immer noch umstritten in Rom. Auch im zweiten Jahr hat ja noch nicht die Tore geschossen, die man von ihm erwartet hat. Das wird sein Selbstbewusstsein aufbauen. Und er ist auch irgendwie schneller. Er wirkt nicht mehr so lahm wie bei der Europameisterschaft, als er ja oft Schwierigkeiten hatte im direkten Zweikampf einen Gegenspieler zu versetzen.
Der Erwartungsdruck in Italien ist auch immer ungeheuer hoch. Und ich denke, auch der Ian Rush aus Liverpool, der jetzt wieder zurückgekehrt ist, ein Torjäger. Und da erwartet man immer gleich 20, 30 Tore offenbar. Und wenn dann einer nur dreimal trifft, dann muss man natürlich enttäuscht sein. Aber das System ist halt auch ganz anders. Breme. Also die Debütanten machen sich gut. Tesla, Fach macht das ganz prima da als Libero. Görz ist ja auch fast noch Debütant mit seinem zweiten Spiel. Ilkner erst das vierte. Es war riskant, mit dieser Mannschaft anzutreten. Aber der Mut zum Risiko ist belohnt worden. Wer weiß, wie wichtig diese Tore noch sind bei der Endabrechnung eines Tages. Ja, da läuft nicht mehr viel zusammen bei den Finnen. Sehr hausbacken wieder. Das erinnert dann doch schon wieder an die Zeiten noch der WM-Qualifikation für Spanien 81, 82, als man in Lahti 4:0 gegen Finnland gewann und dann in Bochum 7:1. Rummenigge war damals dreifacher Torschütze. Breitner traf zweimal, Dremmler, Fischer, Namen, große Namen, die keine Rolle mehr spielen im deutschen Fußball. Schön, Breme, Litbarski, wie in alten Zeiten, über die rechte Seite und Köller. Ja, das sieht gut aus da vorne. Diese drei Spitzen, da drängt nicht alles in die Mitte. Jeder hält seine Position. Eckstein kommt über links, Litbarski über rechts. Und Völler hat in der Mitte den Platz, den er braucht. Noch der Beste bei den Finnen, der Kleine da aus Meppen, 20 Jahre alt, 1,61 groß.
Brehme. Jelm greift viel zu spät an. Eckstein verpasst. Völler, versucht auf eigene Faust. Lüri. Ja, das muss unserer Mannschaft natürlich auch Spaß machen. Da kann man schön kombinieren, auch wenn man 1 gegen 1 spielt, also mit dem Ball am Fuß auf einen Gegner zugeht, dann kommt er nicht gleich und attackiert, sondern lässt einen noch nach Belieben fast laufen. Da ist nichts von Forechecking zu spüren. Die Skandinavier warten fast am eigenen Strafraum ab, was unsere Mannschaft denn da wohl so zu bieten hat. Lippertsen. Matthäus, abgefälscht. Eckball Nummer 3. Barski tritt. Barski jetzt einmal links. Kommt in der Außenposition prima zurecht. Obwohl er ja zuletzt eigentlich mehr als Mittelfeldspieler aktiv war. Brehme. Gerd. Eckstein. So, jetzt ausnahmsweise mal 3 gegen 3, aber das ist dann zu langsam und sofort sind die Deutschen in der Überzahl. Freistoß für Finnland. Und da wird noch einmal ausgewechselt. Jarmo alla Tensiö soll kommen und hinaus geht Kari Okonen vom RSC Anderlecht. Alla Tensiö, auch er einer, der im Ausland sein Geld verdient, in Schweden, in Börlingen. Thank you.
muss auch eine andere finnische Mannschaft geben als die, die sich hier heute präsentiert hat, wenn ich so die Ergebnisse noch einmal Revue passieren lasse von der Europameisterschaftsqualifikation. Da musste man ganze zwei Tore einstecken hier gegen Wales 1 und gegen die Dänen. Also zu leicht dürfen sich die Holländer, die Waliser das auch nicht machen. Die Finnen müssen auch anders können als heute. Und das könnte unserer Mannschaft ja nur recht sein, wenn hier einer ins Stolpern käme. Fach orientiert sich jetzt mal mit nach vorne. Matthäus. Völler. Matthäus, 4 gegen 4. Hessler, ja, schön in den freien Raum zu Matthäus. Wunderbar gesehen. Da drüben sind zwei und Eckstein verpasst. Ah, das macht nichts. Warum soll er es nicht versuchen? Gerade auch bei diesem Spielstand mit vollem Risiko. Litbarski. Und er wird auch richtig befreit, der kleine Pierre Litbarski. Locker wie die Stimmung hier oben in Finnland bei der deutschen Mannschaft. Laukkanen bewahrt seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. Es ging locker zu, manche deuteten das als mangelnde Konzentration, aber Franz Beckenbauer empfand die Tage in Helsinki doch als sehr konzentriert. Wie bei der Europameisterschaft, sagte er. Jeder ist sich bewusst, um was es für den deutschen Fußball geht bei dieser Qualifikation. Wäre nicht auszudenken, welche Konsequenzen ein Nichtqualifizieren auch für die Bundesliga haben könnte. Litbarski. Völler. Ah! Wenn es ernst wurde, dann wussten die deutschen Fußballnationalmannschaften eigentlich immer, worum es ging. Von 38 Qualifikationsspielen. Foul von Matthäus. Von 38 Qualifikationsspielen zu Europa- oder Weltmeisterschaften hat man erst ein einziges verloren. Das war 86 gegen Portugal in Stuttgart. Mein lieber Mann. Der stand da aber frei. Europäus, der Libero von Özgür Bekcü.
Und Ilgner, direkt auf den Mann auch gespielt. Sehr sicher, kein Abseits. Falco. Naja, da muss man aufpassen jetzt. Das Torverhältnis kann alles entscheiden. Arielm. Peter, ja. Und ich bin sehr, sehr sicher. Die deutsche Mannschaft wird möglicherweise in den nächsten Minuten noch etwas offensiver, denn hinter dem finnischen Tor, da macht sich Karl-Heinz Riedle warm von Werder Bremen. Vorsicht. Abstoß, Abwurf, ja, kein Eckball, wie die Finnen forderten. Eckstein wäre sicher einer der Kandidaten für die Auswechslung. Bei ihm muss man ja auch noch in Betracht ziehen, dass er lange verletzt war, jetzt langsam wieder den Anschluss findet. Eckstein, Litbarski. Na, na, na. Hessler. Hessler! Ja! Er kann schießen. Kohler mit Schwierigkeit, paar hohen Bällen und Arielm. Jürgen Kohler tut sich manches Mal schwer da hinten, wenn die Bälle hoch hineinkommen. Hier, sehen Sie mal, der Finne springt über ihn hinweg und dann hat Jelm diese Chance. Aber so richtig zur Geltung gekommen ist der Mann von den Stuttgarter Kickers heute auch nicht. Es läuft halt nicht in der finnischen Mannschaft. Aber trotzdem, drei Tore muss man erstmal machen.
gefällt mir sehr gut, der Lothar Matthäus. Macht ein prima Spiel. Litbarski ebenso. Völler, vielleicht mit Hessler zusammen, die vier, die besonders herauszuheben sind. Die Debütanten, Fach, Hessler mit einem hervorragenden Einstand. Matthäus, Hessler, ja, leg doch noch mal einen drauf, ja, warum nicht, Hessler. So, da kommt Karl-Heinz Riedle, auch er ein Neuling. Schoss in seinem ersten Bundesliga-Jahr schon 18 Tore für den SV Werder Bremen. Eckstein geht hinaus. Und Riedle auf der nächsten Stufe einer beachtlichen Karriere. 1986 spielte er noch in der Bayernliga, schaffte dann den Durchbruch bei Blau-Weiß 90 Berlin und schlug bei Werder Bremen hervorragend ein. Und zu Recht jetzt sein Debüt im Nationalteam. Noch einmal, der Ball war nicht draußen. Pantelainen muss noch etwas zurück. Aber was soll's, da drüben stehen doch alle frei. Oh, riskant von Ilgner, der dann ausrutscht. Bremen gegen Pantelainen. Foul gegen Görz. Und gelbe Karte für die Nummer 10, für Rantanen. Jari Rantanen, der bei Leicester City in der zweiten englischen Division als Profi spielt. Das Spiel ansonsten überraschend fair, hier ganz eindeutig dieses Foul. Die erste gelbe Karte. Man hatte viel Härte von den Finnen befürchtet, aber die zwei schnellen Treffer von Völler haben den Skandinaviern dann natürlich auch den Zahn schnell gezogen.
11 Minuten noch. Rolf. Der nächste interessante Termin in dieser Gruppe ist der 14. September. Da muss Holland erstmals ran, der Europameister, gegen Wales. Und das dritte Spiel dieser Gruppe dann am 19. Oktober in München, Deutschland gegen Holland. Da kann schon einiges klarer sein in dieser Gruppe. Peter Jähe. Wieder Kohler versetzt von Vatalainen. Noch einmal und außen. Vatalainen mit der größten Chance für die Finnen. Der Gegenspieler von Jürgen Kohler und wieder verliert er die Lufthoheit. Der Mann Becker aus Köln. Was ist los mit ihm heute? Sonst so stark im Kopfball. Hat ja auch eine beachtliche Karriere gemacht. 86 erst debütiert. Schon 20 Länderspiele mit dem heutigen. Aber das zählt hier nicht zu seinen Stärksten. Hässler. Die letzten 8 Minuten laufen. Die Finnen, die Zuschauer hier, die 20.000, sind doch sehr, sehr ruhig geworden im Olympiastadion von Helsinki. Die Älteren unter Ihnen werden sich sicherlich noch erinnern an das olympische Laufduell damals, Herbert Schade gegen Satopek. Das fand hier statt. Und unsere Mannschaft scheint jetzt doch mit diesem 3:0 zufrieden zu sein, sich zu begnügen. Aber noch ein Treffer wäre nicht schlecht. Denken Sie an das Torverhältnis. Hässler. Völler startet. Schön, wunderschöner Pass. Und Völlers großes Aus. In der 84. Minute. Hier sehen wir es nochmal. Ah, da rutscht ihm der Ball über den Innenrist. Ja, prallte noch einmal auf, sprang hoch und da traf er ihn nicht richtig. Ja, das wäre ja was gewesen für Völler. 3 Tore in einem Länderspiel hat er noch nie erzielt. Und beachtlich war auch dieser Pass von Hässler da in den freien Raum. Und der Rudi Völler spielt viel beweglicher als bei der Europameisterschaft. Wirkt lange nicht so schwerfällig. Kohler.
Ja, da ist er wieder. Thomas Häßler drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Da könnten sie es fast nochmal versuchen, aber er kann es auch alleine machen. Häßler! Außen ist. Da ist wieder so einer, ein Fußballer, der sich was zutraut. So bitter das sein mag, vielleicht für Olaf Thon, diese Rolle, die Häßler hier heute spielt, die hatte man sich eigentlich von ihm erwünscht. Das war wieder knapp, also gut und gern 6-7-0 hätte es hier schon stehen können. Matthäus, wir haben natürlich auch Platz da. Finden unbeweglich Bieder. Aber halt überraschend wieder nach diesen guten Testspielergebnissen, vor allen Dingen gegen den EM-Zweiten aus der Sowjetunion. Foul gegen Rolf. Barski, ja, das muss Spaß bringen, wenn der nächste Gegenspieler 5 bis 10 Meter weit weg steht und man in Ruhe schauen kann, wie hier Häßler. Und da ist das 4-0. Und der Schiedsrichter gibt es auch. Riedle, der Schütze, erstes Länderspieltor, Karl-Heinz Riedle, 4-0. Und wieder war Häßler dran beteiligt. Wir notieren die 87. Spielminute. Die Fans haben die Nase voll, marschieren in Scharen ab. Die hatten sich mehr ausgerechnet gegen die deutsche Mannschaft, die für sie ein Gigant ist und heute auch einer war. Wobei die Finnen den Unsrigen natürlich auf den Weg geholfen haben. Breme. Abgerutscht. Kann auch hochzufrieden sein. Eine echte Alternative, aber man muss das natürlich immer unter dem Aspekt sagen, dass man erst auch einmal ein Spiel sehen muss, in dem er gefordert wird, als Libero mehr als heute. Das gleiche gilt für Häßler, wenn der erstmal international bekannt ist und dann die Männer mit der furchtbaren Sense kommen. Kraftfußballer, die so viel im Fußball zerstört haben. Breme, auch er mit einer guten Leistung. Man muss dieser Mannschaft ein Gesamtlob machen. Abstriche bei Kohler. Bei Eckstein muss man seine Verletzung sicherlich berücksichtigen. Herausragend, Litbarski, Matthäus, Völler und natürlich Häßler. Und wieder Riedle. Die letzte Minute läuft. Da ist Gerz.
Breme? Ja. Kein schlechter Schuss. 4:0, völlig verdient. Vielleicht der einzige Nachteil, dass Deutschland zu wenig Tore geschossen hat, aber 4 müssen auch erst einmal die anderen hier schießen, die Waliser, die Holländer. Und so schwach wie heute können die Finnen ja eigentlich nicht immer spielen. Das wirkt ja dann doch noch sehr nach der finnischen Amateurmannschaft vor 6-7 Jahren, wie in Lahti gegen Deutschland damals ebenfalls 0:4 unterlag. Jelm. Ja, ist einfach für Matthäus, ihn abzudrängen. Und sofort orientiert sich nach vorne. Völler, Litbarski, Riedle. Ah, schade. Ja, das Selbstbewusstsein auch wieder. Zuletzt enttäuschend mit Werder in Waldhof. So, Jungs, kommen. Die letzten Sekunden laufen. Vielleicht geht noch einer. Hessler kommt bestimmt noch dran. Aber da wird nichts mehr draus. Es bleibt beim 4:0. Franz Beckenbauer hat Mut bewiesen vor diesem Spiel, hat den totalen Umbau riskiert und dieser Mut ist belohnt worden. Die deutsche Mannschaft ist mit einem 4:0 in Finnland in die WM-Qualifikation gestartet. Sicherlich mit einem besseren Ergebnis, als viele das erwartet haben. Das ist ein Fund, mit dem man wuchern kann. Das sind 4 Tore, die die anderen erst einmal aufholen müssen. Der Ernstfall wird im Oktober in München geprobt gegen die Holländer. Aber diese deutsche Mannschaft kann diesem Spiel zuversichtlicher entgegensehen, als man das vorher zweifelsohne erwartet.